Hallöchen, meine Lieben. Weiter geht's bei einer neuen Folge Raft. Und wir haben heute den nächsten Kampf vor uns, vermutlich. Ich weiß nicht, ob ich hier runter muss. Ich muss hier runter. Ich versuche in der Folge, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Ich musste meine Klima anmachen und die ist ein bisschen laut. Ich versuche nicht so viel zu reden, damit das nicht so im Hintergrund stört. Er bammelt, als runter zu gehen. Okay, pass auf, wir pfeifen uns jetzt halt alles Mögliche rein. Ein gesundes und Getränk. Jetzt aber nicht, später dann. Heißhalben haben wir hier. Wir stechen, glaube ich, zu. Und ich denke mal, wir müssen wieder zu Olof kommen. Wo auch immer der ist. Also, was machst du? Was macht ihr denn da unten? Ich denke mal, wir müssen. Kann ich mich in der Mitte hochbauen? Da hinten hoch, ja? Warte mal, ich versuche. Und wie komme ich da hoch? Muss ich mich hier hochbauen? Hallo? Schon wieder so ein Zeug. Macht es mir hier oben was? Nein, ist bei mir. Au, ein kleines bisschen. Warte mal, ich muss auf mein Leben kurz achten. Ich muss kurz auf mein Leben achten. Okay, ich glaube, ich mache das mit denen, weil die Pfeile, die gehen jetzt so gut. Ich muss. Okay, pass auf. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Lass mich. Wir müssen, glaube ich, schnell hochstapeln. Hier hinten hochstapeln wahrscheinlich, ne? Hochstapler. Boah, hast du mich jetzt erschrocken? Hab ich's losgelassen? Äffchen. Hi. Hör auf. Hör auf! Boah! Oh. Ich brauche unbedingt gerade. Ich frage mich gerade, ob man es andersrum stapeln müsste. Finden die anderen Hyänen? Dass man so hochkommt, wisst ihr?
Oh oh. Noch komme ich nicht hoch, ne. Eine bräuchte ich überall noch, glaube ich. Kann ich hier reinstechen? Mag euch nicht. Ey, was ist denn das für ein durchgeknallter Mensch? Ist das offen? Nee, ist nur verrutscht. Da hoch müssen wir dann, ja. Hatte ich gesehen. Mach hier auch mal auf, ja. Kannst. Ja, okay, nimm's mit. Nimm's mit. Ich hätte die gerne gelootet. Wegen Fleisch und so, ne? Guck doch mal her, wie... versteckt das hier alles ist. Ach du Scheiße. Ich habe das Loch nicht gesehen. Were the same. You build yourselves up from nothing. You keep going until you... Darf ich wieder gehen? Okay, wir speichern hier. Das wird jetzt ein Bosskampf sein. Da, damit ich nicht immer herrennen muss, würde ich dann immer von da laden, solange es nicht überspeichert hat. Ich stelle mal in das Zeug. Immer wenn ich ihn treffe, dann hinterlässt er irgendwas, ne? Oh oh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Wow! Wow! Au! Au! Oh, was war das jetzt?
Nein. Au. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hier ist überall. Oh oh. Oh, warte, ich kann nichts machen. Oh. Oh. Ich wollte die Pfeile aufheben, Hilfe. Au. Ich weiß nicht, wie viel Pfeile ich noch habe. Au. Nein, ich... Ja, es. Ich finde meinen Bogen nicht mehr. Au. Oh oh. Nee, jetzt hat er wieder keinen... Jetzt bekommt er wieder keinen Schaden mehr. Mama. Oh oh. Verdammt, der war grün. Nein, bitte nicht, hör auf damit. Geh weg, Mann. Verdammt, geh weg. Oh oh. Bogenput. Wie viele Pfeile hält der noch aus? Oh nein. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Holy crap. Ich kriege nie wieder alle Metallpfeile, die ich hier irgendwo reingeschossen habe. Die hängen überall, glaube ich, gerade. Ach, hier wäre sogar eine Leiter hoch gewesen. Ich möchte gerne ein paar Metallpfeile, die hier so sind. Ich glaube, das war Spezielles. Nee, ne? Ach, die Intro. Sieht immer aus wie so ein Plüsch. Sind hier noch irgendwo Pfeile? Die einfach hier so stecken. Ja, okay, ich lasse das jetzt, glaube ich. Und was hat diese Suppe jetzt eigentlich gemacht? Ich habe da gar nicht drauf geschaut, was die da... Ich weiß nicht, ob ich hoch oder runter muss. Der wird mich schon dahin fahren, wo ich hin muss. Hallo? Was? Ist immer so leise. Warte mal kurz, ich bin kurz neugierig. Okay. Der hängt in der Lichterkette. Warum bist du so geworden, Olaf?
sense of any of it! Ja, ja, mach weiter. Alles gut. Dann muss ich mit dir was machen. Gefängnisschlüssel. Ah, der hatte den die ganze Zeit bei sich. Muss ich dem jetzt auch helfen? Wir burnen gar nichts zum Ground. Auf damit. Das ist ein schönes Foto. Ey, der Olaf, ne? Der ist so echt... Oh, die Creeps. Wo muss ich jetzt hin? Wie kam ich da nochmal hin, wo ich... Also, wisst ihr? Ey, wieder dahin. Kann man den... Kann man leider nicht... Muttering. Alles in Ordnung. Eigentlich nicht, aber hey. Ja, ja, ich höre dir zu. Sag halt was. Wo war das mit dem Gefängnis? Draußen, ne? Schmutzige Flüsse. Sag mal. Wo sind wir jetzt? Wie ich dieses Rad hasse. Hier hin, warte mal, hier. Ach, wir sind hier rausgekommen. Wir müssen eigentlich nur hier hin, ne? Ja, 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 okay, ich verstehe. Wo sind wir rausgekommen? Da oben. Okay. Mach mal den Kopf da weg. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Yet, they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin this slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Ja, voll schön. The turbines are still working. Wonderful. Ruben went to check up on the system straight away. Without him, we'd still be using candles every night. It would be nice if we had a proper reactor, like on Tangaroa, maybe one day. Also ich finde, die Sprache hätten sie ein bisschen lauter machen können. Kann die einfach mitnehmen? Nicht böse auf mich? It's you. Don't know what we would have done without you. Thank you, Forward Scout. We can go back to normal now. Leaving already? The ocean's wider than ever, and there's always more to explore. I'd love to head out one day. Those hyenas were so rude. Bad enough we had to deal with an endless ocean. Now there's these rabid animals also. Ugh. So tired of this. Oh, right, of course. Thanks for helping out. I can't believe it ended up like that. Listening to Olaf was a mistake, to say the least. I need to get better at reading people. In hindsight, yes, Olaf did seem a bit maniacal. Don't worry. I'm disappointed in myself, too.
Ah, man kann immer von oben was wegnehmen. Also du kannst schon Sachen mitnehmen. Also du darfst Sachen mitnehmen. Das ist natürlich cool. Auch wenn wir die meisten jetzt ja nicht unbedingt brauchen, aber hey. Oh, das ist voll schön, wie viele Leute hier dastehen. Dahin komme ich gleich. Voll cool. Das ist echt schön gemacht. Ich erschieße dich gleich. Peng, peng. Hallo. So annoying. I'm a trader. I was only here to move some produce. Then boom. Rabid hyenas everywhere. Er hat sie alle eingesperrt. Worst part, Olaf ruined a bunch of my goods. Arschgeig. Ach, da sind wir. Servus. Are you happy now? These idiots won't get anything done. They'll starve soon, and so will you. Disorganized rabble. You need a strong leader, not these weaklings. This is what I get for trusting my army. If you have to do something, do it yourself. They don't have the guts to rule. It's the same story over and over again. The floating city project, Vasagatan, Tangaroa. Failures brought on by weak spirits and undisciplined men. You're nothing but beasts in the rubble. Nothing you fools can come up with will rival what came before. Nothing you fools can okay, jetzt kommt das gleiche wahrscheinlich immer wieder, ne? Nee. Mhm. Wie viel willst du mir noch erzählen? I spent a fortune on Tangaroa. Every expert told me we were on schedule. How do you explain that? Lazy workers. Lazy, stupid workers. I was the majority shareholder of the floating city project of Tangaroa. Imagine the cost if we hadn't made it out to sea, like the other cities. No, that wasn't an option. I did not abandon Tangaroa. My private consultants made it very clear. The city wouldn't last a year out at sea. Vasagatan was my way of saving a few souls from that fate. They would have drowned anyway. Dass man da immer neu klicken muss. Es kommt halt immer noch was Neues, ne? I'm a good man. The lurkers weren't entirely useless. They wrought chaos on board Tangaroa. Any decent fighting force could have brought order within a day or two. None of them were ready for reality. When there's only food for 1 in 10, 9 have to go. The hyenas of Caravan Town were easily rounded up. Their efficiency and discipline was unrivaled. Had I only gotten a few more off that barren rock, then you would have never stood a chance. If you hadn't interfered, I would be out there reinstating law and order. Have you ever done anything of such importance? Yes. Yes. We all heard about the failure of the forward. Es könnte echt ein bisschen lauter sein. Ich kann es leider nicht mal lauter machen. Boah, Lachs. Oh, hallo. This place is a mess. There's hyena hair everywhere. It'll take days to clean up the towers. I hope the council makes Olaf clean it up himself. Hi. That was so scary. I'm still a bit in shock. Good job dealing with that Olaf. Da war's blaues. Let's make sure it doesn't happen again, okay? Mhm, okay. Ich muss euch mal kurz hier ein bisschen Zeug da lassen. Weil ich habe kaum Platz mehr. Einfach mal kurz rausschmeißen, ne? Die Stadt ist so cool. Hier kann ich nicht rein. Ich habe einen Fisch in der Hand. Wollen du Fisch? Future is bright. I was so scared Utopia would fall into ruin after this incident. Now, I'm hopeful again. We can do it.
We can rebuild. Can do it. There is something deep wrong with those hyenas. I lived on Temperance for a bit. As a researcher, Uluf's hyenas seem to be afflicted by some kind of rapid mutation. I'll be sure to investigate on behalf of the council. Wollen du essen? I'm so unlucky. I fled Tangaroa during the riots. Such a crazy day. Then I found Utopia. Es sind nur Kisten zum Tragen. Verstehe. Das ist halt schon cool hier, dass jetzt alles so belebt ist. Das war das vorhin mit den Bomben. Standen die vorhin auch schon da? Ich habe die gar nicht gesehen. Wie viel haben wir denn? 31. Weiß gar nicht. Habe ich noch? So viel Platz habe ich nicht mehr, ne? Wollen wir mal 7 Wassermelonen essen gerade? Nur, dass der Platz weg ist. So. Guck mal. Hier gibt es diese Blümeli. Oh, hier gibt es die. Guck, sind es die? Hier gibt es diese Lampen. Die kosten alle nur einen. Das ist ja cool. Und da gibt es auch das da. Guck. Okay, pass auf. Kann ich auch 2 gleichzeitig machen? Glaub nicht, ne? Du musst immer... Wie viel stacken die denn? Ich glaube, die stacken auf 5. Ist ein bisschen doof, weil... Da kommen immer 2 raus. Warte. Ja. Das kannst du aufsetzen, dann hast du einen Platz frei. Zur Not schmeißt irgendwas raus. Zur Not kannst du auch das da essen. Das ist ein normales Gericht. Dann hast du das voll. Kannst du auch essen. Hallo? Ja, wir schleichen darum. Hallo Max, stopp. Wow, how could this possibly have happened? A mysterious army dude appears with rabid hyenas in arme dude. And everyone just goes along with it. I don't think I can say I told you so enough. Genau, scheiße mal zusammen. Warte kurz. Ja. Muss weiter weg. Sonst liegt noch. 1, 2, 3, 4. Bräuchte ich noch? Ja, geht. Tudud. Tudud. Sieben. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. Frage ist, was nehmen wir jetzt noch mit? Ich kann es hier leider nicht zeigen. Ich kann es hier nirgends bauen, deswegen kann ich das hier nicht. Also Blumen glaube ich nicht. Diese Flaschen sind halt voll cool. Diese Lichter. Das Blöde ist, ich bräuchte noch einen Platz. Weil die stecken halt, es sind halt immer 2 Stück und die stecken nicht. Wenn ich jetzt halt hier noch was kaufe, dann... Bleibt eins weg, weil die stecken nicht auf. Ding. Ey, ich muss schweren Herzen. Ja, wohl, mach das da. Hallo. Hab ich zwar vorhin erst mitgenommen, aber hey, ich meine, ne? Also. Ja.
Ist halt voll die Verschwendung eigentlich. Dann habe ich jetzt noch 4. Eine. So. Ja, die kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Da hab ich könnte es Leder, aber da. Nee, wenn ich mal wieder was machen will, so als Ding. Nee, nee, es passt schon. Leder. Hallo? Na du? Rubbel dir in der Nase rum. Gibt es hier noch was zu entdecken? Nee, ne? Oh, hier gab es ja auch noch einen. Habe ich voll vergessen. Den habe ich voll vergessen. Jetzt habe ich aber keine Münzen mehr. Kann man die auch irgendwo anders herholen? Oder gibt es noch irgendwo? Ich glaube, solche Münzen kann man nicht mehr irgendwo holen, ne? Vielleicht schaue ich die mir wann anders mal irgendwann an. Was ist. Ach nee, das ist nur Chili. Ist das was zu essen? Zwiebel, Knoblauch, Zwiebel, I don't know. I don't know. Chili. I don't know. Was ist das? Das sieht aus wie die Chili, ne? Das könnten vielleicht. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es die ja irgendwo. Die spawnen ja, glaube ich, nach. Ne? Wir müssten auch nochmal, beziehungsweise ich müsste nochmal zu. Lass mich nachdenken. Irgendwas hat mir noch gefehlt. Ich müsste zu irgendeinem Point nochmal gehen, glaube ich, wegen irgendwas, aber ich weiß nicht mehr. Oh, hier sind diese ein Windspiel. I don't know, Dinger. Aber das sieht hier voll schön aus. Man möchte am liebsten gar nicht fort. Aber wie komme ich jetzt wieder zu meinem Boot? Schiff? Hallo? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Hoppala. Aber habe ich dann hier alles schon, oder? Frage ist halt, wie ich hier schön runterkomme und dann halt natürlich auch wieder, hier ist unser Schiff, wie ich schön runterkomme und dann wieder hochkomme. Also leicht. Hier gibt es noch Kartoffeln. Hier gibt es auch noch welche. Nee, hier waren wir. Wollte gerade sagen. Ich komme hier runter auf jeden Fall. Hier kommt man runter. Da ist das Ding. Dann kommt man hier runter, hier durch. Wartet mal kurz. Ich möchte das nicht mehr sehen, hier dieses komische Zeug mit den. Kam ich hier hoch? Yay! Wir haben es geschafft. Ich glaube, ich habe hier alles, ne? Ich werde auf jeden Fall nochmal nachgucken, ob ich wirklich alles habe. Und dann geht es dann in den nächsten Folgen daran, noch ein bisschen zu verschönern, die letzten Blueprints zu sammeln beim Händler, dann halt auch auf Stufe Tier 3 zu werden. Aber wir haben ja Zeit, also können wir, jetzt haben wir eigentlich dann fast alles, was es gibt, können dann so nach und nach noch die Blueprints, die der Händler eben hat, freischalten. Und dann können wir unser Boot schön ausbauen. Sehr, sehr geil. Und ich will, wie gesagt, nochmal auf diese schöne Insel. Weil da kann man ja auch, ich war wahrscheinlich an den falschen Bäumen. Man kann da tatsächlich Bäume fällen. Die geben dann auch, manche geben dann tatsächlich auch Samen. Und den will ich halt unbedingt haben. Ich will den unbedingt mal sehen. Au. Ja. Wir sind da und meine Beete sind aber vollkommen leer, weil die alles leer gefressen haben. Das hatten die schon beim letzten Mal, deswegen, ich habe sie gar nicht mehr nachgefüllt, weil ich eh wusste, dass ich noch lange brauche. Und daher, ja, habe ich sie gar nicht erst nachgefüllt. Guck mal.
So, wir können lernen. Titanaxt. Dann habe ich ihn das freigeschalten. Jetzt erst. Titanaxt. Titanhaken. Titanschwert. Elektrisches Seilrutschwerkzeug war ja hiermit. Titanpfeil. Okay. Dann diese Beete gibt es ja noch. Diese fortgeschrittenen Beete gibt es ja noch beim Händler. Aber ich gucke nochmal, ob ich was übersehen habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Je nachdem, wenn ich was übersehen habe, sehen wir uns hier wieder. Oder wir sind schon unterwegs oder wie auch immer. Muss ich mal gucken. Aber ich möchte hier eigentlich gar nicht weg. Das ist voll schön. Oh, das gehört da nicht rein. Warte mal, das machen wir hier unten rein. Das ist hier echt voll schön, aber hier sind... Ich meine, wir können ja immer wieder her zurückkommen, ne? Was wollte ich jetzt? Warte mal, die Salben waren hier drin. Das kannst du da oben reinhauen. Das sind die Pfeile. Gott, wir haben echt viele Pfeile verschossen. Hatten wir jetzt 60 Stück oder so? Hat er die gefressen, alle? Ich weiß gar nicht, wie viel wir dabei hatten. Eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir dabei hatten. Okay, aber dann haben wir es doch. Da würde ich sagen, mache ich mal für diese Folge Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit was weiß ich noch nicht. Eventuell hier noch ein bisschen vielleicht oder wir sind unterwegs und looten ein bisschen, gehen zum Händler, verkaufen irgendwas und so weiter. Mal gucken, worauf ich Lust habe. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. War zwar das Story-Finale in dem Sinn, aber es geht auf jeden Fall noch weiter. Wir wollen ja unser Boot noch schön machen und so weiter. Ich wollte aber jetzt die Story durchhaben, weil ich so neugierig war, was noch alles kommt. Jetzt können wir uns mit den ganzen Sachen, die wir jetzt ja schon fast komplett haben, unser Boot schön bauen. Und müssen es nicht noch tausendmal umbauen. Was vielleicht sowieso passieren wird, aber hey. Also, vielen lieben Dank nochmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.